So Leute, hallo und nee, das war scheiße. Nochmal! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eventuell sogar das erste Mal mit dabei seid. Ihr Leute, ihr habt abgestimmt auf Instagram, was für ein Video wir heute drehen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir heute eine Challenge machen. Und zwar, dass Julian mich schminkt. Hatten wir ja schon mal, aber das Ganze mit einem kleinen weiteren Schwierigkeitsgrad. Und zwar blind. Und wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe. Weil hat das letzte Mal schon so gut funktioniert, ne? Und ey, du hast viele Komplimente bekommen. Echt? Ja. Wir sagen heute noch, Freunde, so, ey, das sah gar nicht so schlecht aus. Cool. Also hier der neue Make-up-Artist, Julian Bolter. Aber naja, ich glaube, nicht mal ich würde es blind hinkriegen, jemanden wunderschön zu schminken. Aber da Julian das sowieso nicht kann, probieren wir es jetzt auch nochmal blind und das wird richtig lustig. Also, viel Spaß beim Video. Dann, Julian hat hier seine wunderschöne Maske. Bitte setze diese auf, Herr Bolter. Okay. Aber übrigens, wir haben uns überlegt, damit das Ganze währenddessen nicht so langweilig ist, obwohl es glaube ich sowieso nicht langweilig ist. Oh, das sieht richtig schön aus. Und wir haben uns so gedacht, so. Ja, bitte? Soll ich mir vielleicht erst die Hände waschen? Weil ich werde voll auf dein Gesicht. Ja, schon, das wäre nett, danke. So, und wir haben uns halt wie gesagt gedacht, damit das Ganze nicht so langweilig zwischendurch ist, besprechen wir ein paar Freundschaftsfragen. Beziehungsweise jeder darf sich gegenseitig 5 Fragen stellen. Über die eigene Person und wir wollen mal gucken, ob der andere die auch beantworten kann. Okay, also fang an. Nicht richtig. Vor allen Dingen, ich habe wirklich so Schiss, dass du mir mit deinen grobmotorischen Wurstfingern so hart ins Gesicht haust, dass ich blind bin danach. Und auf einmal so mein Auge. Okay. Also. Womit fängt man an bei der Make-up? Mit dem Primer. Mit dem Primer. Mit dem Primer. fangen wir an. Das ist, kannst du, ist denn überhaupt ein Primer drin? Ja, da ist tatsächlich ein Primer drin, aber such weiter. Ja, das ist die richtige Richtung. Ja, ja. Ja. Genau das alles. Das ist ein Haar. Das ist der Primer. Hoffe ich jetzt, weil. Okay. Hoffe ich jetzt? Du wirst es ja spätestens an den Händen spüren, ob es eventuell Make-up ist oder sowas. Wie fühlt sich das eigentlich an, blind zu sein? Dunkel. Dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie viel da jetzt drauf ist oder ob da überhaupt was drauf ist. Geht aber klar. Okay. Das fühlt sich so komisch an. Ich bin wie Dreh. Okay, also erste Frage. Ding, ding, ding. Wie heißt die Katze meiner Mutter? Du hast sie sogar. Oh, schön, den Pinsel, Alter. Ich krieg die Krise. Toll! Irgendwas mit G? Mit G? Ganz falsch, kommt nicht mal drin vor. Rosa! Ja! Ja! Das ist überhaupt falsch. So, Pinsel, Gesicht, mach mal her. Ich bin in die Augenbraue, aber wirklich nur auf die. Ja, okay, ich stelle dir eine Frage, die weißt du eh, wie heißen meine 2 Katzen? Oh. Gina und Felix. Ja. Oh, ich bin so gut. Das, so, das könnte jetzt ein Lippler sein oder halt Concealer. Weiß ich nicht. Ich weiß, sie sieht es auch nicht. Aber ich glaube, schwer ist es Concealer. Oh Gott, Concealer und das Auge. Ich hab Angst. Danke für das Ding. Okay, das ist meine Wange. Fähiges Auge. Okay. Das ist wirklich okay, überall nur nicht unterm Auge. Oh, Jesus Christus. Da ist dein Auge. Oh Gott, ich hab so viel verdächtig. Also, damit ich es alles sehe, das sieht wunderschön aus. Das ist ein Augenbrauen. Oh, das fühlt sich aber gut an. Ich muss sagen, das machst du sehr, sehr angenehm. Wie so ein kleiner Presslufthammer. Ist Amy mein erster Hund? Also, wenn du mich das so fragst, würde ich behaupten, nein. Ich habe das Gefühl, das Zeug fällt langsam alles in meine Bauchfalte. Meine Bauchfalte. Naja, war das jetzt dein erster Hund oder nicht? Nein. Ich hatte davor noch 2. Bota und Felix. Bota? Mann, Bota ist Latein und heißt Stiefelchen. Süß. Keine Ahnung, warum der Hund so hieß. Ich hatte Angst vor dem Hund. Was ist mit den Hunden? Die sind gestorben. An Alter? Nein. Das ist ja das Traurige. Bota wurde überfahren. Das ist richtig hart. Oh shit, aber auch wegen unserer Nanny. Oh. Weil die Nanny sie nicht an alleine hatte. Stimmt, danach hatte die Nanny keinen Job mehr. Touché. Ich will einen fluffigen Hals. Bist du einfach nur dumm, Alter?
Halt, wie groß soll der deiner Meinung nach sein? Weißt du, die, so? Fühlen, die fühlen sich so klein. Ich nehme noch den, ist mir egal, aber die fühlen sich halt so klein an, wenn du die nur anfällst. Er hat sich wie natürlich. Es gibt natürlich. Es gibt einen Braunton in der ganzen Palette und er sucht sich natürlich nicht den Braunton aus, sondern das Blau. Nimmst du deinen Finger richtig als Maßstab? Ja. Ich kann aber nicht einschätzen, wie fest ich drücke. Du drücken tust du nicht doll, aber du musst auf jeden Fall nicht mehr auf dein Auge. Echt nicht? Nein. Hä, aber deine Wimpern sind hier. Wie kann ich denn nicht auf deinem Julian, Auge? Mein Augenlid ist zwar relativ groß, aber ist auch nicht 10 Meter breit. Ich bin immer schuld. Julian, willst du in meinen Haaransatz reingehen? Nico. Du bist übrigens dran mit Fragen stellen. Achso. Wie viele Beziehungen hatte ich bisher? Ey, ist es dein Ernst? Wo ist der Pinsel? Ganz ehrlich, wir reden so oft über irgendwelche Boys und sonst was und ehemalige Typen. Okay, Alter. Dein whole life. Ich schätze jetzt mal. Es gibt, also wenn ich drüber sehe, dann gibt's. Ja, nee. Genau eine gewisse Anzahl. Und also die sage ich auch drei. Immer so. Ich glaube drei. Waren es drei? Nein. Wie viel? Waren es zwei? Fuck. Ich habe schon vor, oh mein so, Gott, ich hab vor allem schon so angedeutet, so gemacht und dann habe ich aber so gemacht. Ja, aber ich dachte, das sind drei Finger. Ja, drei. Shout out to Julians Ex-Freunde. Ihr scheint unwichtig gewesen zu sein. Ist es dein Ernst, Julian? Das ist dicht mein Auge. Ist das dein Auge? Ja, mehr oder weniger. Das ist Auge und Augenbraue. Das ist mein Nasenflügel. Das würde ich nicht beim ersten Date machen jetzt. Geh ran! Trifft er die ganze Zeit das Lied nicht? Und jetzt, wo es um die Augenbraue geht, da trifft er das Lied. Eyebrows on fleek, the fuck? Wie heißen meine beiden Brüder? Das ist einfach. Julian und Timmy. Timmy? Keine Ahnung. Timmy? Nein, aber irgendwas. Also Julian ist richtig. Ja, aber du verniedlichst immer den Namen von deinem anderen Bruder. Ja, das ist richtig. Ja, und zwar... Aber es war ähnlich. Es war nicht Timmy, aber es ist ähnlich. Tommy! Ja, Tommy! Ja. Julian und Tommy! Julian und Tommy. Meine Brüder! Ja, ein paar andere. Grüße an euch! Naja, wir können ja jetzt dann drüber nachdenken. Wie ich aussehe, Junge, ey, es ist wunderbar. Ah, ich hätte jetzt Bock auf Mascara. Okay, Jesus Christ! Ich hab so Schiss, dass ich jetzt blind bin danach. Oh, du triffst meine Wimpern definitiv nicht. Okay, ich hab die Augen zu. Ich treffe auf jeden Fall. Okay. Oh Gott! Da. Oh Gott! Habe ich getroffen? Nein! Aber was treffe ich denn da? Mein Lied! Wo sind denn deine Wimpern? Ja! Ja! Ja, das sind meine Wimpern! Oh mein Gott! Er trifft sie! Das ist meine Augenbraue! Was? Als ob! Kann ich einmal nachdrucken? Ich warte! Ja! Jetzt bei Hildebachen. Ja, das sind. Oh mein Gott, er hat meine Wimpern direkt getroffen. Ja, das ist nicht mein Wangenknochen. Das kitzelt! Hallo! Nein, das ist der Spiegel. Ründer mit. Kostet ja nichts. Das ist, fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an, aber trotzdem angenehm, muss ich sagen. Ja, da haben wir noch. Der Fanbrush. Oh, wie meine Hand so. So, wo haben wir das Nächste? Das Näsle! Drück bitte am besten zu über die Nase. Das fühlt sich aber gut an, muss ich sagen. Das fühlt sich sehr präzise an. Ich glaube, das ist das erste Teil im Gesicht, was du gefunden hast. Das ist kein Tuschkasten, Alter. Was im Herzen darf man nicht vergessen? Weißt du denn, wo meine Lippe ist? Einfach im Gesicht mal. Das sehen wir dann schon. Das waren meine Nasenlöcher. Naja, die müssen auch. Poppen! Poppen! Was machst du da gerade? Was willst du machen? Ich habe geguckt, ob das ist immer noch, ich suche. Okay, ich zeig mal ganz kurz in die Kamera. Er sucht nach etwas für die Lippen. Aber wir lassen es ihm einfach mal. Ich meine, wenn du das jetzt so sagst, dann gehe ich wieder davon aus, es ist nichts für die Lippen. Oh, nice. Aber warte mal, haben wir da auch Lip Liner? Ja, wir haben auch Lip Liner drin. Das heißt, erst kommt der Lip Liner, Herr Beuter. Da meine Lips. Ja, okay. Ich meine, ich zeichne schon nicht gut, wenn ich sehe, was ich tue, aber bin ich drauf? Mhm. Ist der okay. Dunkel? Geht. Nude-farbend. Aber man sieht ihn.
Okay, das war mein Kind. Was? Auf. Schön in den offenen Mund. Das kriegt eigentlich so einen Schnauzer. Ja, okay. Wie groß ist mein Mund, bitte? Bist du nicht auf deinem Mund? Dezent. Bist du jetzt fertig? Bevor du jetzt die Maske abnimmst. Ich bin allergisch gegen das Innere von der Maske, weil meine Augen brennen so krass. Das ist unpraktisch. Das ist das Werk von Julian Bolter. Ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen mich höher setzen. Also ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön geworden. Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so schön gefühlt wie heute. Vor allen Dingen die Lippen. Die Lippen sind der Wahnsinn. Dazu aber auch dieser Lidschatten. Also ich meine, wer sagt, dass man auch nur mit dem Lidschatten nur im Auge bleiben soll, ne? Es gibt ja neue Grenzen. Du darfst jetzt deine Maske abnehmen und dein Werk betrachten. Ihr könnt euch einfach mal mein Gesicht angucken. Ich bin sowas von allergisch gegen diese Schlafmaske. Ich sehe aus, als hätte ich einen krassen Ausschlag. Richtig, richtig hässlich. Top! Hi! Voll schön! Weil ich finde die Lippen richtig schön geworden. Meine Augen tränen so krass. Vor allem siehst du die Kontur, die einfach über alles, nur nicht da, wo sie sein sollte. Ich muss zugeben, ich dachte, das wäre deutlich schlimmer. Was geht denn da noch bitte noch schlimmer? Jetzt erklär's mir mal bitte. In den Kommentaren dürft ihr jetzt abstimmen. Geht's noch schlimmer oder haben wir schon das absolute Maximum erreicht? Also die Eyeshadow finde ich gut. Also der Lippenliner gefällt mir das hier so. Das ist einfach Editorial, Leute. Das ist ein Editorial-Look. Ja. Das ist modern. Das könnte so einer Vogue abgezeichnet sein. Das ist sowas, was in die Vogue kommt. Guck mal, der Highlighter sitzt, Digga. Ja, ich muss auch sagen, der Highlighter ist das Einzige, was er hinbekommen hat. Aber ich habe einen Grund überhaupt gemacht. Ja, weil anscheinend. Das sieht nicht so aus. Anscheinend. Also eigentlich hätte man es besser gar nicht hinkriegen können. Und deswegen fettes Prop an Julian Bolter. Und da wir jetzt vergessen haben, wer die Fragen eigentlich von uns beiden gewonnen hat, wer das Freundschaftsquiz gewonnen hat. Ich glaube, wir haben die Fragen nicht fertig gemacht. Ja, ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Keine Ahnung, wir werden es sehen, aber ich klaue trotzdem deinen Ovomaltine-Drink. Du siehst in der Kamera auf jeden Fall geil aus. Also, du siehst aus wie so ein verheultes halt echt Porträt, was man so richtig fancy gezeichnet hat. So nicht normal. Ein Porträt von Van Gogh. Wir verstehen uns blind. So Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen über die... Über dieses wunderschöne Ergebnis, was Julian Bolter hier für uns fabriziert hat in meinem Gesicht. Das ist wahre Kunst. If you need a makeup artist, call me. Call him. Ich markiere auch sein Instagram unten in der Infobox. Ihr könnt gerne nachsehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr mich ganz toll fandet, dürft ihr mich sogar abonnieren. Und wenn ihr mich super toll fandet, könnt ihr sogar eurem Opa von mir erzählen. Also, Mundpropaganda, Leute. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video.